Unglaublich, aber wirklich wahr. Die dritte Runde in der dritten Liga konnte am letzten Wochenende plangemäß über die Bühne gehen. Einzig die Partie zwischen Dreiskirchen und den Admira Juniors musste verschoben werden. Das allerdings aus einem ganz anderen und natürlich erfreulichen Grund, denn die Südstädter mussten einige Spiele für die österreichischen Nachwuchsnationalteams abstellen. Ich darf Sie herzlich willkommen heißen bei der dritten Liga, der Sendung für die Regionalliga Ost hier bei uns auf Krone TV. Fünf Spiele hat es also gegeben und wir starten gleich mit den ersten in die neue Sendung, in die heutige Sendung. Und da trafen zwei Teams aufeinander, die in dem bisherigen Spiel nicht viel zu lachen hatten. Auf der einen Seite Wiener Viktoria mit Trainer Toni Polster, denn die Meidlinger konnten in den bisherigen beiden Spielen, die sie gespielt haben, keinen Punkt einfahren. Auf der anderen Seite der erste Wiener Neustädter SC. Die Niederösterreicher kämpfen nämlich noch mit einem Kaderumbruch und mussten sich ebenfalls im ersten Spiel mit einer Niederlage abfinden. Wieder mit dabei bei den Neustädtern ist Goalgetter Osman Bozkurt. Auf ihn ruhen natürlich die Hoffnungen, den ersten Sieg in der laufenden Meisterschaft einzufahren. Schauen wir mal rein ins Spiel Wiener Viktoria gegen Wiener Neustadt. Der ungeliebte Kunstrasen bei Wiener Viktoria macht vielen Vereinen das Leben schwer. So soll es auch sein beim ersten Wiener Neustädter SC. Die haben aber gleich die erste Möglichkeit. Günther Amberger muss sich da gleich strecken nach dem Freistoß von Matthias Binder. Dann Philipp Klar mit dem weiten Abschlag auf natürlich Osman Bozkurt. Und das ist wieder Binder. Nächster Schuss. Dieses Mal muss Amberger aber nicht eingreifen. Die Neustädter. In der ersten Halbzeit besser. Herrlich, Brenki, der zündet da den Turbo auf der linken Seite, läuft auf und davon der ganzen Abwehr von Wiener Viktoria. Und dann ist es artistisch. Maximilian Sellinger mit einem Fallrückzieher, der probiert es da. Auch er sehr auffällig in der ersten Halbzeit, die Leihgabe der Admira. Toni Polster gar nicht zufrieden mit der Performance seiner Mannschaft. Das ist wieder Sellinger. Und dann Bozkurt, Amberger. Treffer hätte aber nicht gezählt. Wäre Abseitsstellung gewesen von Osman Bozkurt. Aber zum ersten Mal hat er angedeutet, dass er immer noch brandgefährlich ist. Dann schneller Freistoß, Biermeier auf Dominkus. Und dann ist es wieder Sellinger, der nimmt den Ball Wolle. Aus 14 Metern. Gute Möglichkeit, aber es will einfach nicht sein mit der Neustädter Führung. Wiener Viktoria, offensiv nicht wirklich vorhanden. Heinicker, das ist Lazarevic. Und das ist der gefährlichste Angriff, der gefährlichste Schuss von Wiener Viktoria im ersten Abschnitt. Die Neustädter sind spielfreudiger. Wieder Sellinger, herrlicher Pass auf Brenki. In den Lauf aber Amberger. In den letzten Spielen des Öfteren bezwungen. Heute steht noch die Null. Brenki mit der nächsten Möglichkeit. Der Niederösterreicher. Sellinger. Die spielen das wirklich nicht schlecht, die Neustädter. Wieder auf den Flügel. Die Flanke kommt. Bozkurt ein bisschen zu lang. Und Dominkus sieht Bozkurt. Und da ärgert er sich zurecht. In einer Topform verwertet er solche Möglichkeiten. Halbzeitstand also 0:0. Nach dem Seitenwechsel wird Wiener Viktoria stärker. Heinicker reklamiert da, dass der Ball hinter der Linie war. Aber es geht weiter. Kein Tor, sagt der Schiedsrichter Trio. Meier, die Polster 11 wird stärker. Neustadt fällt immer weiter zurück. Markovic wird nicht attackiert. Aber sein Schuss dann gut und gerne. 3-4 Meter am Tor von Philipp Klar daneben. Jürgen Bürgermeister beordert ein paar Mannen zurück. Zumindest einen Punkt will er mitnehmen. Meier mit dem Seitenwechsel. Schlechte Abwehr der Neustädter. Wieder Meier. Und dann ist es Milutinovic. Der prüft da klar. Aber der hat keine Probleme mit dem Schuss. Dann geht er an Janwu, auf und davon an Janwu und er scheitert dann klar. Die größte Möglichkeit im Spiel für Wiener Viktoria. Chikati Dibia an Janwu. Der macht's nicht. Es bleibt beim 0:0.
Philipp Klar war am Posten. Die letzte Möglichkeit im Spiel. Dusan Lazarevic, der Kapitän, verzieht. Es bleibt aber bei der Nullnummer. Wiener Neustadt holt einen Punkt in Meidling. Ja, wir hatten ein paar Schussmöglichkeiten, gute Schussmöglichkeiten. Die Jungs schießen im Training fantastisch, im Match leider weniger. Und ja, da muss der Knopf halt aufgehen. Und da müssen wir das Glück ein bisschen zwingen, das müssen wir sich erarbeiten. Und das geht nur über Erfolgserlebnisse. Ich glaube, mit dieser guten zweiten Halbzeit nimmt man da einiges mit an Selbstvertrauen für das kommende Spiel gegen den Sportclub zu Hause. Ja, kann man aufbauen drauf, das mit Sicherheit. Aber ja, wenn wir erste Halbzeit bestraft werden, dann laufen wir wieder nach. Und das ist das Minimalste, was wir heute gemacht haben, dass wir zu Null gespielt haben. Und dass wir haben ja in den ersten zwei Spielen 5 Gegentore bekommen, dass wir da jetzt mal angefangen haben, zu Null zu spielen. Wir haben die erste Halbzeit, haben wir 6 bis 7 sehr gute Chancen gehabt, haben wir über die Seite gut rüberkommen oder runterkommen. Und da hat einfach nur das letzte Quäntchen Glück noch gefehlt oder die Konsequenz noch, dass wir aus diesen Chancen das Tor gemacht hätten, dass wir 1 oder 2 zu 0 führen in der ersten Halbzeit. Und ja. Das war dann für die zweite Halbzeit leider das Problem, dass wir da ein bisschen zurückgefallen sind. Haben dann versucht noch mit einem zweiten Stürmer dazu noch was zu bringen. Und muss man wirklich sagen, die ein, zwei Chancen, was sie dann gehabt haben, da haben wir durchaus Glück gehabt, dass wir da nicht 1-0 zurückgelegen sind. Ich glaube trotzdem, aufgrund der ersten Halbzeit, wo man sich gut verkauft hat, kann man da schon was mitnehmen mit dieser jungen Mannschaft und Anführungszeichen für die kommenden Spiele. Genau, so ist es. Ja, es ist für uns einmal wichtig, wir haben jetzt den ersten Punkt gemacht, wir haben angeschrieben sozusagen. Natürlich hätten wir mit 3 Punkten lieber angeschrieben, aber wir nehmen dann eben aufgrund der zweiten Halbzeit dann oder den letzten Minuten da auch gerne den Punkt mit. Und jetzt haben wir am Dienstag dann das Cupspiel in Deutschkreuz und dann auch für nächste Woche dann schon das Derby zu Hause gegen Strasbourg. Und dementsprechend ist einmal gut, dass wir den Punkt mitgenommen haben. Ja, die Chancen waren da, angeschrieben hat man einmal. Das ist wohl das Fazit beider Teams nach dem 0-0. Obwohl beide mit einem Dreier sicherlich mehr zufrieden gewesen wären. Aber so soll es sein. Die Neustädter in der ersten Halbzeit besser, Wiener Viktoria in der zweiten Halbzeit besser. Endergebnis also 0-0. Und somit gab es eine, ja, kann man schon sagen, gerechte Punktetrennung. Nach dem 1-2 gegen die Admira Juniors jetzt eben also ein 0-0 für die Neustädter zweites Spiel. Wieder kein Sieg und auch Wiener Viktoria konnte jetzt noch keinen Sieg einfahren. Also die Polster 11 wartet immer noch auf einen Dreier. Kommen wir jetzt zu einem nächsten Spiel und das ist ein hochinteressantes Duell, denn immerhin geht es in diesem Derby um die Vorherrschaft im Burgenland. Nach dem Ausscheiden von Bundesligist Mattersburg kämpfen jetzt der Neusiedler SC und Strasbourg um die Krone im Burgenland, wer der beiden Ostligisten quasi die Nummer 1 im Land ist. Beide sind nicht gerade gut in die Saison gestartet. Neusel mit einer knappen 0-1 Niederlage bei Leobendorf und die Strasburger mit einer Pleite gegen Mauerwerk und dann einer knappen Heimniederlage gegen Leobendorf. Aber wie heißt es? In Derby ist immer so, sie haben ihre eigenen Gesetze und in diesem Duell hat das wieder mal schonungslos zugeschlagen, dieses Sprichwort. Der SV Strasbourg ist zu Gast in Neusiedl und nach 2 Niederlagen soll es endlich auf die Siegerstraße gehen. Die Seestädter, die wollen ebenfalls gewinnen. Immerhin will man die Nummer 1 im Burgenland sein. Die Strasbourger in Rot-Schwarz-Rot. Zuerst in der Defensive Weber mit der Hereingabe auf Patrick Kinzel. Die war etwas zu lang. Kinzel auf Ulig. Der mit der Hereingabe und das ist Sascha Steinacher per Kopf aufs Tordach. Franz Lederer sieht schon die nächste Aktion der Heimischen. Daniel Maurer ebenfalls per Kopf. Die Lufthoheit in den ersten Minuten ganz klar bei den Neusiedlern. Allerdings dann die Strasbourger. Kornholz, der bringt da den Eckball zur Mitte. Dann ist ein Getümmel im Strafraum. Milesovic mit der Stange. Und dann Patrick Handler. Milesovic trifft nur die Stange und Handler mit der großen Möglichkeit. Schauen wir uns nochmal an in der Wiederholung. Milesovic an die Stange im Nachschuss und dann Patrick Handler ganz allein vor Martin Kraus, bringt er den Ball nicht rein. Unachtsam hier und dann nicht richtig getroffen. Martin Kraus hat das Glück des Tüchtigen. Schlechter Abschlag
in der nächsten Aktion gleich wieder von Kraus Knessl. Geht da an Maurer vorbei, Knessl mit der Hereingabe und das ist Lukas Kornholz. Gegen Leondorf mit einem Treffer. Hier verschießt er aber aus aussichtsreicher Position. Die Neusiedler in der Defensive. Wieder Martin Kraus, dieses Mal mit einer kleinen Spielerei. Ist aber gerade noch gut gegangen. Handler fährt da ins Leere. Gut gemacht. Von Kraus. Der darf sich in der zweiten Halbzeit vor allem nicht über Arbeit beschweren. Die Neusiedler wieder mal durch eine Standard gefährlich. Der Ball kommt zu Wodiczka, abgeprallt und Steinacher. Schießt er den Ball in den Neusiedler Nachthimmel. Nächste Möglichkeit vergeben. Dann Jovetic mit dem Rückpass, Stifter mit der Kerze. Was für ein Fehler. Ulbing setzt danach. Buhr mit dem nächsten Fehler. Steinacher auf Kinzel und der lässt sich das nicht entgehen. 1:0 nach 36 Minuten. Patrick Kinzel, der Kapitän, macht es höchstpersönlich. Die Neusiedler gehen also in Führung, aber was für ein katastrophaler Puck von Stifter und von Buhr. Dieses Tor dürfen sich die beiden zuschreiben. Die schwarze Serie mit solchen Gegentreffern geht also für die Trasburger munter weiter, auch in Neusiedl. Dann war Halbzeit, die Heimischen führen 1:0. Er war der Torschütze, Patrick Kinzel, nach 36 Minuten. Wir sind in der zweiten Hälfte, Martin Kraus mit dem Abschlag genau zu einem Trasburger und dann wird es gefährlich. Unglaubliche Parade, aber nicht von ihm, von Kraus, sondern von Segner. Nach diesem Schuss von Makic war Kraus schon geschlagen, aber Segner auf der Linie. Handler da um den berühmten Schritt zu langsam. Großes Glück für die Neusiedler, das hätte da eigentlich der Ausgleich sein können, wenn nicht müssen. Kraus da im Glück. Dann wieder Makic. Knaz mit dem Seitenwechsel. Gute Möglichkeit wieder für die Trasburger, Makic. Handler und Makic waren da jedes Mal mit dabei. Segner kann da wieder retten in höchster Not für die Neusiedler. Die Trasburger schalten jetzt noch einen Gang rauf. Boland. Fehler in der Hintermannschaft und das ist wieder Kornholz. Kraus mit der Parade lässt den Ball abtropfen. Kovac kann den Ball aber wieder nicht im Tor der Neusiedler unterbringen. Unfassbare Möglichkeiten für die Gäste aus Straßburg. Kornholz mit dem Schuss. Fehler eigentlich von Kraus und dann Kovac, der ist eingewechselt worden für Makic. Macht's nicht, Handler. Im Nachsetzen, er zeigt es an, er war's. Wieder nichts. Und wieder sind die Roten am Drücker. Jovetic mit dem Schuss und dann ist es Holger Gnatz. Und Kraus mit der Parade. Der ist jetzt eingeschossen. Der läuft zur Höchstform auf. Tolle Parade von Martin Kraus. Aber es ist wie vernagelt für die Trasburger das Tor der Neusiedler. Gnatz. Und Handler da im Zusammenspiel. Kovac setzt nach. Handler. Gut gespielt. Nächste Möglichkeit für die Lederelf. Marco Anders war's. Aber es soll einfach nicht sein. Die Neusiedler. Entlastungsangriff. Steinacher verliert da den Ball an Milesovic. Der mit dem Fehler direkt auf Kinzel. Das machen die Neusiedler gut. Kinzel mit der Hereingabe 2:0. Sebastian Todt, 80. Minute. Den Spielverlauf komplett auf den Kopf gestellt. Kinzel auf Todt, so einfach geht's. 2:0, sie zeigen den Trasburgern, wie man aus einer Möglichkeit ein Tor macht. Unfassbar. Die Trasburger, die vergeben einen nach der anderen. Die Neusiedler kommen einmal vor und machen da das 2:0. Wir sind schon in der Schlussphase des Spiels. Hereingabe von Sommerer. Da Kinzel setzt danach gegen Knessl. Der im Sitzfußball verliert den Ball. Kinzel mit der Ferse. Steinacher sagt danke. 3:0, 87. Minute. Der Deckel ist drauf. Das Spiel ist gewonnen. Das weiß auch Spielertrainer Sascha Steinacher. Nachdem die Trasburger solche Möglichkeiten vergeben haben, werden sie ja wohl nicht in den letzten 3 Minuten das Spiel noch drehen. Ganz im Gegenteil. Die Neusiedler setzen da noch einen drauf, erzielen das 3:0 und dürfen sich über die Nummer 1 im Burgenland und die 3 Punkte freuen. Ja, unfassbar, aber so hässlich kann eben der Fußball sein. Trasburg drückte und drängte auf ein Tor, brachte den Ball aber nicht unter im Kasten von Martin Kraus.
haben wir auch schon bei der Live-Übertragung besprochen, Norbert Schweizer und ich. Ja, die Tore, die man ihn schießt, die bekommt man eben, und dann hat auch wieder das alte Fußballersprichwort zugeschlagen. Die Neusiedler hingegen dürften sich über eine perfekte Chancenauswertung freuen und drei Treffer und somit auch über die ersten drei Punkte in der laufenden Meisterschaft. Und sie sind jetzt die Nummer 1 im Burgenland. Neusiedler Spielertrainer Sascha Steinacher war nach dem Sieg natürlich glücklich. Sascha Steinacher, ein Lachen, das auch zu Recht ist. 3:0 gewonnen gegen Trasburg. Man ist die Nummer 1 im Burgenland, das ist einmal fix. Man hat den ersten Sieg eingefahren, auch du als Spielertrainer, sehr wichtig. Aber so richtig verdient, glaube ich, war es nicht, oder? Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ein bisschen 50-50. Ich fand, dass wir zum Ende der ersten Halbzeit richtig gut waren und auch dann meiner nach auch höher vielleicht schon hätten führen können, ja, weil man war mal gut am Drücker. Allerdings haben wir natürlich auch zweite Halbzeit Glück gehabt. Nichtsdestotrotz haben wir 1:0 geführt, dann wäre es erstmal der Ausgleich gewesen. Da muss man mal weitersehen. Die Effizienz war heute sehr, sehr gut, sehr groß. Das rechne ich der Mannschaft sehr hoch an. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir hätten auch das vierte oder fünfte machen können, sicher auch das eine oder andere kriegen können. Du hast es angesprochen, die Effizienz war sehr gut. Eigentlich in jeder Schuss, der, glaube ich, fast aufs Tor gegangen ist von Lukas Stifter, war auch drinnen. Aber auch schwere Abwehrfehler der Trasburger, die man auch ausgenutzt hat als Neusiedler. Ja, absolut. Wir haben aber auch gewusst, was auf uns zukommt. Das sind die Tore, die wir auch gemacht haben, waren auch ein Teil des Matchplans. Und ein bisschen Aggressivität und unter Druck setzen, so sind auch dann die Tore gefallen. Und ja, ich finde, die Tore waren grundsätzlich, auch wenn es vielleicht nicht ausgesehen hat, dass er ein bisschen glücklich ist, aber trotzdem verdient. Am Ende steht ein 3:0-Sieg und die ersten drei Punkte in der Meisterschaft, die sind einmal eingefahren, die nimmt keiner mehr weg. Hat man auch ein bisschen gespürt, das Spiel vom WRC noch, dieses Cup-Spiel über 120 Minuten? Also ich mit 34 auf jeden Fall. Ich habe schon gemerkt, dass die letzten 10 Minuten auch die Kraft ein bisschen ausgegangen ist, der ein oder andere Spieler auch. Aber ja, jetzt haben wir eine längere Woche, weil wir spielen jetzt erst wieder Samstag. Schauen wir mal, ob wir spielen. Das weiß man ja heutzutage nicht. Aber ja, natürlich hat man das auch gemerkt. Ich meine, 120 Minuten gegen Bundesligisten sind nicht ohne. Gratulation zur Nummer 1 in Burgenland. Jetzt ist man die Nummer 1 in Burgenland, die will man natürlich auch bleiben, oder? Klar, ich meine, das ist für die Fans, für den Verein und für die Region sehr, sehr wichtig. Dementsprechend sind wir auch froh, dass wir heute 3:0 gewonnen haben. Natürlich versuchen wir eine gute Saison zu spielen und schauen von Spiel zu Spiel natürlich. Wie schwer ist es jetzt als Spielertrainer wirklich in der Regionalliga Ost? Ja, naja. Was soll ich jetzt dazu sagen? Für mich ist es nicht schwer, weil ich es ja nur so kenne. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn ich nur an der Linie stehe. Aber grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass ich am Platz sehr, sehr viel Einfluss habe auf die Mannschaft. Dass die Position ganz gut liegt, weil sie zentral ist, und ich habe einen guten Überblick. Habe natürlich auch einen super Co-Trainer, der mich da wahnsinnig gut unterstützt. Und man sieht ja auch, dass es trotzdem fußballerisch funktioniert. Naja, ganz so der Meinung von Steinacher sind wir dann nicht. Für uns hätte Trasburg eigentlich die Partie ganz klar für sich entscheiden müssen. Aber im Fußball ist es eben so. Und da ist alles möglich. Für Trainer Franz Lederer war die Niederlage gegen die Seestädter der zweite Nackenschlag innerhalb weniger Tage. Was er im Interview gesagt hat, das hören wir uns jetzt an. Franz Lederer, jetzt sind wir am Dienstag gestanden, haben eine Niederlage analysiert in einem sehr guten Spiel deiner Trasburger. Heute stehen wir nach einem 0:3 gegen Neusiedl da, wo wir wieder sagen können, eigentlich war es ein sehr gutes Spiel der Trasburger. Einzig, die Chancenauswertung hat heute nicht gepasst und hinten hat man einfach zu viele Tore bekommen und zu leicht, oder? Ja, das erste war mehr oder weniger ein Eigentor. Nicht? Also da braucht man keinen nicht beschönigen, das wissen die beiden, die da dabei waren. Und da haust du dir halt den Spielverlauf zusammen, aber das bedeutet ja bei uns auch nichts, das wissen wir seit Dienstag. Aber was dann zweite Halbzeit abgegangen ist, habe ich, glaube ich, auch noch nicht mitgemacht, weil wir haben Chancen im Minutentakt gehabt und haben es nicht zusammengebracht, den Ball über die Linie zu bringen. Und Neusiedl kommt dann irgendwann, glaube ich, Mitte 70. einmal vor das Tor und macht das Tor. Und dann ist das Spiel gedreht und das schaut dann nach einer klaren Geschichte aus hinten an. Norbert Schweizer hat auch gemeint, wenn man morgen die Zeitung aufschlägt und schaut, Neusiedl gegen Trasburg 3:0, na bumm, das war eine klare Geschichte. Aber ganz im Gegenteil, du hast es schon angesprochen, ihr habt Chancen im Minutentakt gehabt und wenn nicht Martin Kraus gehalten hat, dann war es Segner. Wie bitter ist das eigentlich? Jetzt hat man 10 Gegentore bekommen in den ersten drei Spielen, 0 Punkte am Konto und war eigentlich 2 Spiele bei weitem nicht die schlechtere Mannschaft. Ja, das ist ja genau die Krux. Nicht? Also die Mannschaft hat vor allem zweite Halbzeit unfassbare Moral gezeigt. Weil du musst einmal das Leomdorf wegstecken, wo du in der 90. den Lucky Punch bekommst und heute hier so ein Spiel liefern. Und dann wirst du nicht belohnt. Und das wird dann mühsam, weil wir haben auch vorige Woche bei der FAC die Riesenmöglichkeiten gehabt zum Aufstieg.
Und ja, was soll ich jetzt sagen? Es ist hoffentlich ein Prozess, der mit heute beendet ist, dass wir hinten einmal die Null halten und vorne mal die Dinger, die wir haben, auch reinmachen. Ja, Franz Lederer und seine Trasburger, die können einem schon leid tun. Tolle Leistung gegen Leobendorf und auch gegen Neusiedl. Und man steht trotzdem am Tabellenende mit 0 Punkten da. Das waren sie, also die ersten beiden Spiele der dritten Runde in der dritten Liga. Wir sind nach einer kurzen Werbeunterbrechung mit 3 weiteren Partien für Sie da. Bleiben Sie dran. Ja, herzlich willkommen zurück in der dritten Liga. Für die, die noch nicht dabei waren im ersten Teil, 2 Spiele haben wir schon gesehen, und zwar die Begegnung zwischen Wiener Viktoria und dem ersten Wiener Neustädter SC. Dieses Spiel ging 0:0 aus, und das Burgenland-Derby zwischen Neusiedl am See und ASV Trasburg, dieses konnten die Neusiedler mit 3:0 für sich entscheiden. Wir wollen aber keine Zeit verlieren und machen gleich mit dem nächsten Spiel weiter, und da trifft Leobendorf auf einen ganz besonderen Gegner, und das ist das Team Wiener Linien. Leobendorf konnte die bisherigen 2 Spiele jeweils mit einem Treffer Unterschied gewinnen. Der Start ist den Niederösterreichern also mehr als geglückt. Mit einem weiteren Sieg könnte die Laschet-Elf sogar die Punktemarke der letzten Saison nach nur 3 Runden einstellen. Ein Vorhaben, welches Herbert Gager und das Team Wiener Linien unbedingt verhindern will. Für die Favoriten ist es das erste Auftreten in der neuen Saison, und vielleicht klappt es ja da gleich mit einer Überraschung. Voller Selbstvertrauen könnte Leobendorf ins Spiel gegen das Team Wiener Linien starten mit 2 Siegen im Gepäck, aber ein schwerer Abwehrfehler ermöglicht den Führungstreffer nach nur 5 Minuten. Für die Wiener David Rajkovic nützt diesen kapitalen Fehler von Tok Götz aus und bringt die Gaga-Elf also in Führung. Oliver Branic versucht es mit einem Freistoß, aber Ertan Uzun ist mit diesem nicht zu überwinden. Die Leobendorfer in Rot, von rechts nach links, mit der nächsten Möglichkeit. Miesenböck, gut gemacht, immer noch Miesenböck, die Litsch verpasst. In der Mitte nur ganz knapp nach seinen 2 Toren. Gegen Trasburg wieder in der Startformation. Ime Dilic mit dem Eckball. Milosevic, wer sonst? Ausgleich. 1:1. Miroslav Milosevic, dritter Saisontreffer. 33 Minuten hat es gedauert für den ersten Treffer der Leobendorfer. Uzun ohne Möglichkeit. Milosevic per Kopf also zum Ausgleich. Danach Miesenböck mit der nächsten Standardsituation für die Laschet 11. Der kommt auch gut. Eckball. Der nächste. Der bringt aber nichts ein. Herbert Gager kann aber trotzdem zufrieden sein. 1:1 zur Halbzeit in Leobendorf. Und das Team Wiener Linien, das will einen guten Start hinlegen in die zweite Halbzeit. Krugic mit dem Schuss. Der geht aber weit drüber. Schweiger muss nicht eingreifen. Jendi, Ballfehler von Oktay Yende, und dann geht schnell. Miesenböck schneller als Milicevic. Immer noch Miesenböck, der wartet und wartet und sieht Branic, und der macht das 2:1. 55. Minute, Oliver Branic. Gut gespielt von den Leobendorfern. Oktay Yende, der Ex-Leobendorfer, verliert er den Ball in der Hälfte der Laschet-Elf. Und so schnell geht's. Die Leobendorfer drehen das Spiel. 2:1, guter Konter. Aber jetzt kommen gute Minuten für die Leobendorfer. Jendi war das wieder mit der nächsten Möglichkeit. Er wurde später ausgewechselt. Herbert Gager, der verliert nicht so gerne. Aber die Leobendorfer haben die nächsten Chancen. Das ist Unger, und der probiert es. Und rechts, schauen Sie an, Emir Dilic, ganz frei. Da hat der junge Unger einfach einmal ein Tor schießen wollen. Dilic aber ganz frei auf der Seite, ein Abspiel wäre dann natürlich besser gewesen. Sascha Laschet, der sieht die nächste Chance seiner Mannschaft. Dilic, Spielverlagerung auf Branic, und der normalerweise Übersteiger, 1 gegen 1, so ist es auch. Aber der Schuss viel zu schwach, um Ertan Uzun zu gefährden. 74 Minuten gespielt. Dann wieder Branic, 5 Minuten später mit einem Freistoß, auch den tritt er normalerweise sehr gut, der aber nur gut. Uzun am Posten. Schlussphase. Das Team Wiener Linien, das will den Ausgleich. Gut gespielt. Das ist Eichinger. Sein Schuss. Aber dann doch knapp am Tor vorbei. Wieder die Wiener. Eichinger.
spielt der Suda frei. Suda im Zweikampf mit Dokötz und das kann schon mal 11 Meter sein, meine Damen und Herren. Schiedsrichter Paukowitz gibt Abstoß. Das müssen wir uns nochmal anschauen. Ja, die Hand war an der Schulter. Naja, hätte auch Elfer sein können. Dann die nächste Möglichkeit. Delic, der will da einen Elfmeter gesehen haben. Handspiel reklamiert er. Sein Kopfball zu schwach, Schweiger kann parieren. Und das war's dann auch. Team Wiener Linien muss sich in Leomdorf mit 1:2 geschlagen geben. 3 Spiele, 9 Punkte. Die Leomdorfer haben also einen perfekten Start hingelegt in die Meisterschaft. Auch gegen das Team Wiener Linien gab es wieder einmal einen Sieg. Lange nachzudenken, warum es nicht geklappt hat, haben die Wiener aber nicht. Bereits am Dienstag geht es mit dem nächsten Meisterschaftsspiel weiter. Da empfängt man auf heimischer Anlage den FC Mauerwerk. Leomdorf konnte also die weiße Weste behalten, aber wie schaut es mit dem ASK BSC Bruck an der Leitha aus? Die Elf von Trainer Mario Sandner konnte ebenfalls seine bisherigen 2 Spiele für sich entscheiden und muss jetzt den schweren Gang zum Wiener Sportclub antreten. Die Weinstaubel-Elf hat somit die längste Vorbereitung in der Clubgeschichte beendet und will beim ersten Auftritt auch den ersten Sieg einfahren. Saisonauftakt auch für den Wiener Sportclub. Es geht gegen Bruck an der Leitha. Die Sandner-Elf, 2 Spiele, 2 Siege. Die Dornbacher noch gar kein Spiel. Und die Fans auf der Friedhofstribüne sehen gleich einen Freistoß von Neuzugang André Todorowski. Stadler im Tor, der Brucker muss sich da ganz gehörig strecken, wehrt den Ball zum Eckball ab. Der bringt aber nichts ein. Die erste Duftmarke ist gesetzt im Spiel des Sportclubs. Und die kommen über Heiden. Weiter Ball, Küssler mit dem Kopf. Stadler geht da auf Nummer sicher, dreht den Ball über die Latte. Julian Küssler, der erfolgreichste Torschütze im letzten Jahr beim Sportclub. Dann Todorowski mit der Ecke. Die wird länger und schlägt im langen Eck ein 1:0, direkt Corner. André Todorowski, 11. Minute, da hat Stadler nicht gut ausgesehen. Bei diesem Treffer von Todorowski geht er an die erste Stange, der Ball über ihm drüber ins lange Eck. Der Sportclub führt also mit 1:0 gegen Bruck an der Leitha. Und die wollen gleich mehr, das ist wieder Todorowski gegen Sara und Lechner. Dieses Mal ist aber Stadler am Posten und verhindert einen weiteren Gegentreffer. Robert Weinstaubel kann zufrieden sein, seine Mannschaft führt mit 1:0 und hat weitere Möglichkeiten. Hier Schofer, der Ball kommt zu Küssler und dann ist es Buzuk, der am 16er zum Abschluss kommt. Den Ball aber neben das Tor schießt, wieder nichts. Mit einem Treffer, dann Bokai. Die Brucker werden besser. Weiter Ball auf Lechner, Belian verschätzt sich da komplett. Lechner mit der Hereingabe und das ist Ivic. Aber zu direkt auf Prögelhof, der den Ball zur Ecke abwehren kann. Große Möglichkeit für die Brucker. Der Sportclub über Küssler. Hier Schofer. Nützt einmal seine Größe aus im 16er, kommt aber nicht richtig zum Kopfball. Nächste gute Chance, vorbei. Dann Kusic, der verschätzt sich da bei dem langen Ball. Ivic und das ist Matusz Paugner, der hat schon 3 Tore am Konto. Findet aber den Weg am Prögelhof nicht vorbei. Matusz Paugner, der Torjäger, der Brucker. Wieder eine Standard Ivic und das ist Herbst, der Ex-Sportclub-Spieler. Per Kopf setzt er sich da durch, aber wieder ist Prögelhof am Posten und hält das 1:0 für den Sportclub fest. Todorowski, dann für die Dornbacher mit einem Freistoß. Stadler ist ein bisschen die Sicht verstellt, kann den Ball aber dann trotzdem abwehren. Pausenstand, also 1:0 für den Wiener Sportclub. Nach dem Seitenwechsel Eckball für die Brucker. Ivic bekommt da den Ball wieder, Bokai und das ist der Ausgleich. 1:1, Tomasz Bokai war's. Die Brucker dürfen jubeln. Verdienter Ausgleich, kann man schon sagen. Bokai, hier Kopfballsieger in der Mitte. Prögelhof ohne Abwehrmöglichkeit. Und es steht schon 1:1 und Robert Weinstaubel kann es nicht glauben. Seine Mannschaft will aber zurückschlagen. Und wie? Sie können nämlich auch auf Standards Tore schießen. Todorowski auf Kusic und der sagt Danke.
setzt sich da im Zweikampf gegen Diviljak durch, braucht gar nicht mal springen und macht per Kopf. Also die erneute Führung der Sportclub geht wieder in Führung. 2:1. Und dann gibt es Männergespräche. Chandl und Kautz geraten da ineinander. Außeneck ist auch dort. Und dann eskaliert die Situation ein bisschen zwischen Kautz und Dimov. Schauen Sie mal, der ist da gar nicht mehr zu bremsen. Der Brucker, den können Sie gar nicht zurückhalten. Dann kommt Luka Gusic noch, hat ein paar nette Worte für Kautz und der beruhigt sich nicht. Zeigt er etwas an, wir können es aber leider nicht auflösen, was da passiert ist. Aber es gibt für beide die rote Karte. 70. Minute, der Sportclub zu 10 und die Brucker zu 10. Kautz und Dimov sind also vom Platz geflogen. 10 gegen 10 und plötzlich werden die Brucker besser. Paukner, da ist gefährlich, diese Flanke. Gusic dreht sich da weg, Brögelhof mit den Fingerspitzen zur Ecke. Robert Weinstapel zeigt es an, nach vorne spielen, Jungs. Aber die kommen fast gar nicht mehr raus. Elbl auf Lechner. Viel Platz für Lechner. Der mit der Hereingabe. Und dann sind es Kondrulik und Paukner, die wieder nicht den Ball ins Tor bekommen. Riesenmöglichkeit für Matusz Paukner. Der macht da das Tor einfach nicht. Glück für den Sportclub. Elbl. Nächste Möglichkeit. Bokai und wieder Matusz Paukner. Jetzt hätte er mindestens schon ein Tor machen müssen. Die nächste große Chance für die Brucker auf den Ausgleich. Vergeben. Elbl gegen Pfaffel. Elbl scheitert am Brögelhof und der hält den Ball fest und auch den Sieg des Sportclubs. 2:1 im Spitzenspiel über Bruck an der Leiter. Ja, ich finde, dass wir die ersten 30 Minuten in etwa so gespielt haben, wie wir uns das vorstellen. Da waren wir sehr dominant, haben sehr viel Ballbesitz gehabt. Waren auch, wenn wir lange Bälle spielen haben müssen, sehr präsent um die zweiten Bälle. Da hat uns in der einen oder anderen Situation in der Box so ein bisschen die Staffelung gefällt. Aber ab der 30. Minuten ja, haben wir Probleme gehabt mit den langen Bälle auch selber. Ja. Die Bruck gespielt hat, sie haben sehr viele zweite Bälle gewonnen. Nichtsdestotrotz waren sie erste Halbzeit nicht torgefährlich. Ich finde, dass wir erste Halbzeit dem 2:0 näher waren, wie Bruck den Ausgleich. Was mich dann sehr geärgert hat, dass wir in der 46. nach einer Standardsituation den Ausgleich gekriegt haben. Da waren wir leider nicht aufmerksam genug. Dann aber wieder schnell ins Spiel gefunden haben. Und wie gesagt, die letzten 20, 30 Minuten, das hat man einfach gemerkt, dass uns der Spielrhythmus fehlt. Und deshalb bin ich wahnsinnig froh darüber, dass wir jetzt einen Spielrhythmus haben. Jetzt sind wir in der Meisterschaft drinnen und der Sieg ist natürlich ganz, ganz wichtig. Keine Frage, zu Hause vor eigenem Publikum tut den Jungs sehr, sehr gut. Wobei, ich habe gehört, wir waren einer der ersten Mannschaften, die mit der Vorbereitung gestartet haben. Ja. Und ich glaube, einer der wenigsten Mannschaften, die jetzt in den letzten ein, zwei Wochen kein Spiel gehabt haben. Und dementsprechend war es, wie man so schön sagt, ein dreckiger Sieg, aber ein ganz wichtiger Sieg. Und ich hoffe natürlich, dass wir unser Spiel in den nächsten Wochen besser durchziehen können wie heute. Ja, du hast das eh schon richtig gesagt. Unheimlich stolz macht mich das, ja, dass wir da wirklich den Sportclub an einer Niederlage oder zumindest einen Punkteverlust gebracht haben. Macht unheimlich Spaß mit der Truppe, ja, und Ergebnis ist halt so, ja, aber die Leistung passt und ja, das ist das Wichtigste und die Richtung stimmt. Am Ende dann ein etwas glücklicher Sieg des Sportclubs gegen starke Brucker. Trainer Robert Weinstapel hat es im Interview schon angesprochen. Die Wiener sind einmal froh, in die Saison gestartet zu sein. Jetzt müssen nur noch die Corona-Tests für das Antreten im Cup negativ sein. Und dann kann auch am Mittwoch die erste Runde im Unica ÖFB Cup gegen St. Jakob im Rosenthal gespielt werden. Ja, ein Spiel haben wir noch und wir kommen jetzt nämlich zum Spitzenspiel der Runde. Und da ist enorm viel Brisanz drinnen in dieser Partie. Nicht nur, weil es ein Machfelder Derby ist, sondern weil im Vorfeld auch noch Sponsor Hannes Rittmüller die Fronten gewechselt hat. Von Stripfing nach Mannsdorf. Beide Teams zählen auch noch zum erweiterten Titelkandidatenkreis. Für die Stripfinger ist nach dem gewonnenen Cupspiel der Start in die neue Meisterschaft geglückt. Mannsdorf konnte in der Meisterschaft zwar Dreiskirchen besiegen, musste sich zuletzt aber im Cup der Vienna 0:4 geschlagen geben. Ob es eine Reaktion der Janka 11 gibt, schauen wir uns jetzt an.
Machfelder Derby in Stripfing. Die Heimischen in Blau treffen auf FC Machfeld Mansdorf in Rot. Und die neu zusammengestellte Mannschaft der Stripfinger mit der ersten tollen Möglichkeit. Alex Frank scheitert an Petermann. Balzer im Nachschuss, nochmal Frank. Und dann können die Mansdorfer retten den Ball zum Corner. Unfassbare Möglichkeiten von Frank und von Balzer. Petermann und seine Abwehr schmeißt sich da mit allem, was sie haben, ins Getümmel. Mula Halilovic mit dem Übersteiger. Die Mansdorfer auf der anderen Seite. Vielleicht auch mit einer guten Möglichkeit Obong auf Strapajevic derzeit und verzieht aber. Am langen Eck vorbei. Mula Halilovic wäre da fast noch dran gekommen. 0:0. Aber der Zwischenstand. Die Stripfinger werden stärker. Gütschle. Alatscha verpasst er den Ball und dann doch noch bekommen aus der Drehung geschossen. Knapp drüber, Trinkpause, heiß war es das Spiel. Nimmt aber schön langsam Fahrt auf. Wieder Gütschle, vor allem die Stripfinger. Werden immer besser. Max Balzer. Auf den Flügel, das ist Weber und er bringt den Ball und da wäre Frank einschussbereit gewesen. Petermann mit der Parade hat den Ball gerade noch abfälschen können. Und für Frank war er dann zu lang. Immer wieder über die rechte Seite, immer wieder über Weber. Kommt der Ball wieder zur Mitte und das ist Ali Sahin. Dürk und der trifft nur die Latte. Aber was machen die Mansdorfer da hinten? Die legen Balzer den Ball auf, Novotny war es, aber der trifft nicht. Das ist auch schon lange her, dass er ein Tor geschossen hat. Es soll einfach nicht sein. Zuerst Sahin Dürk mit dem Schuss an die Latte und dann die Auflage von Novotny am Balzer und der trifft das Tor nicht. Riesenmöglichkeit für die Stripfinger zur Führung. Hans Klär hat einiges zu notieren. 45. Minute, Sahin Dürk mit dem Freischuss. Der wird immer länger und auf einmal ist Boris Grozic da und Sie kennen ihn. Letzte Saison noch in Mansdorf, jetzt in Stripfing und er sorgt eben für die Führung seines neuen Clubs gegen den Ex-Club. Wie wenn die Mansdorfer nicht wissen würden, dass der Kopfball stark ist, macht er quasi mit dem Halbzeitpfiff das 1:0 und die Führung für die Stripfinger. Nach Seitenwechsel dann Obong. Mit der Hereingabe Mula Halilovic. Mit dem Abschluss. Aber die Mansdorfer vor dem Tor einfach viel zu ungefährlich. Hans Klär will mehr. Sieht aber den nächsten Angriff wieder mal über Bong und über Strapajevic. Weber stellt sich da nicht gut an gegen Obong. Der zieht ins 16er. Und dann ist es wieder Mula Halilovic, der den Ball behaupten kann, Robert Benchun. Aus der Entfernung, Sadilek wehrt den Ball zur Ecke ab. Der darauffolgende Eckball. Josic mit der Hereingabe. Die Stripfinger können sich da nicht wirklich befreien. Gütschle verliert den Ball wieder. Und dann ist es Bulic zu direkt auf Sadilek. Eine der wenigen Bälle, die auch aufs Tor gegangen sind. Den hat aber der Stripfinger Schlussmann sicher fangen können. Carsten Janka, das Lachen, das wird ihm vielleicht bald vergehen. Josic verliert da den Ball an Gütschlü. Alatscha spaziert da über die Hälfte der Mansdorfer, bringt den Ball zu Sahin Dürk, der sieht Frank, danke, 2:0. So einfach geht's. Herrlicher Spielzug der Stripfinger. Alatscha auf Sahin Dürk, Sahin Dürk auf Frank und der Goalgetter, der Stripfinger, lässt sich das nicht entgehen. Novotny schaut da nicht gut aus im Zweikampfverhalten gegen Frank. Petermann ohne Chance, 53. Minute. Die Stripfinger führen 2:0. Dann Pesel, der ist eingewechselt worden mit dem Ballverlust. Wieder ist es Sahin Dürk. Der Ball wird abgewehrt und Balzer aus dem Hinterraum. Was für eine Granate von Maximilian Balzer in der ersten Halbzeit. Zwei Riesenmöglichkeiten vergeben. Und dann haut er dieses Ding rein aus gut 30 Meter. Petermann ohne Abwehrmöglichkeit, nur eine Minute nach dem 2:0 erhöhen die Stripfinger. Also auf 3:0 und somit ist dieses Spiel gegessen. Wieder ist es Sahin Dürk, der hat jetzt gute Chancen auf seinen Treffer, aber der will irgendwie nicht fallen.
auch in dieser Situation. Wieder Sahin Türk, in der Mitte ist Alaca. Sahin Türk probiert es aber auf eigene Faust, scheitert an Petermann. Und auch in dieser Möglichkeit im Zusammenspiel mit Weber ist es Ali Sahin Türk, der die nächste Riesenmöglichkeit für die Klier 11 vergibt. Es bleibt aber beim 3:0 für die Heimischen, für den Titelkandidaten aus Stripfing. Die Mansdorfer nur noch vereinzelt vor dem Tor der Heimischen. Obung, Antonio Babic mit dem Abschluss, aber zu ungenau vom jungen Spieler von FC Machfeld Mansdorf. Vielleicht einmal über links und Radko Pulic, der auch komplett untergetaucht ist in diesem Spiel. Der Nesovic mit dem letzten Schuss in dieser Partie für die Mansdorf aufs Tor der Stripfinger. Der Titelkandidat aus Stripfing, die Klier 11, gewinnt also das Derby gegen Mansdorf mit 3:0. Maximilian Palzer, Gratulation erstmals zum 3:0 Derby-Sieg gegen Machfeld, Donau und Mansdorf. Erste Halbzeit hat es mit dem Tor nicht so gut geklappt, aber zweite Halbzeit Bombentreffer, Tor des Monats. Ja, ob es das Tor des Monats ist, weiß ich nicht, aber ich freue mich natürlich, dass ich endlich wieder mal ein Tor machen habe können. Ich glaube, es ist schon 2 Jahre her, seit ich das letzte gemacht habe. Und dementsprechend habe ich mich geärgert in der ersten Halbzeit, dass ich solche Sitzer verhaut habe. Aber da haben wir halt gesehen, vor dem Tor ist nicht unbedingt meine Stärke. Aber ja, umso schöner, dass es dann doch geklappt hat. Ein 3:0-Sieg. Wie wichtig ist dieser Sieg einmal zum Auftakt? Weil ihr seid ja erst jetzt in die Saison eingestartet. Ja, ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir haben zwar schon ein Spiel gehabt gegen Austria Lustenau, aber im Cup ist, glaube ich, immer was anderes. Und es war wichtig, dass wir sehen, wo wir stehen. Und ja, also ich bin zufrieden. Erste Halbzeit war vielleicht noch nicht so gut, das können wir sicher besser, aber zweite Halbzeit war dann, glaube ich, das, was sich der Trainer und wir vorstellen. Und Robert Haas hat reingeschrien nach dem Tor, das waren die neuen Schuhe, stimmt das? Es wäre mit den alten auch gegangen, aber das weiß der Trainer nicht. Hans Klär, schaut man einen Blick auf die Anzeigentafel, 3:0 im Derby gewonnen. Ich glaube, man kann mehr als zufrieden sein, oder, mit diesem Spiel? Vor allem mit der zweiten Halbzeit. Vor allem mit der zweiten Halbzeit, mit, glaube ich, 75, bis zur 75. Zweite Halbzeit war es wirklich dann phasenweise auch sehr guter Fußball. Erste Halbzeit war es ein bisschen, ja, angezogene Handbremse. Es war sehr warm heute auf einmal. Ich glaube, wir haben noch Luft nach oben. Trotzdem muss man sagen, auch defensiv, wir haben erste Halbzeit nichts zulassen. Waren auch da, glaube ich, die bessere Mannschaft, haben zwei, ja, Hunderter vergeben vor dem Tor. Hätten auch da schon früher führen können. Trotzdem muss man sagen, bei 3:0 gegen Mansdorf, wir dürfen nicht unzufrieden sein. Wir sind frisch zusammengestellte Mannschaft und von dem her zu 0 auch wieder. Also von dem her bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Max Balzer hat gesagt, das macht Lust auf mehr. Auch sein Treffer vielleicht, oder? Ja klar, also mit ihm, dem er ja gesagt hat oder nachgesagt, dass er kein Tor machen kann. Also so ein Treffer gleich im ersten Spiel freut mich für ihn, weil er natürlich sehr gut arbeitet. Auch der Boris, der jetzt nicht der Goalgetter ist, glaube ich, in den letzten Jahren gewesen, der zugeschlagen hat, aber das ist halt wichtig, heutzutage überhaupt auf unserem Platz, dass die Standards ganz wichtig sind und es gefällt mir auch das, dass das geklappt hat. Eine klare Angelegenheit, der Stripfinger, die Klier 11, spielte den 3:0-Sieg locker nach Hause. Und somit startet Titelanwärter Stripfing ebenfalls mit einem Sieg in die neue Saison. Die Mansdorfer hingegen lieferten keine gute Leistung ab und bilanzieren derzeit ausgeglichen. Ein Sieg, eine Niederlage. Ja, und das war's schon für die dritte Runde in der dritten Liga. Bevor wir uns die nächste Runde anschauen, werfen wir noch einen Blick auf die gesammelten Ergebnisse. Der Wiener Sportclub besiegt in einem flotten Spiel Bruck an der Leiter mit 2:1. Die Nummer 1 im Burgenland heißt Neusiedl am See. Die Seestädter besiegen im Derby Trassburg mit 3:0. Leomdorf gegen Team Wiener Linien 2:1. Und wie eben gesehen, gewinnt Stripfing gegen Machfeld Mansdorf klar mit 3:0. Keinen Treffer gab es im Duell zwischen Wiener Viktoria und dem ersten Wiener Neustädter SC. Dieses Spiel endete 0:0. Das Spiel Dreiskirchen gegen die Admira Juniors findet am Dienstag um 19 Uhr statt. Ein Nachtragsspiel gibt es ebenfalls morgen. Da muss der FC Mauerwerk zum Team Wiener Linien. Werfen wir auch gleich einen Blick auf die Tabelle. Die Leomdorfer, die werden sich diese wohl in die Kabine hängen in der letzten Saison. Nach 18 Runden mit 9 Punkten am letzten Tabellenplatz. Jetzt nach 3 Runden mit 9 Punkten Tabellenführer. So schnell kann es gehen, Corona sei Dank. Dahinter liegt Bruck an der Leiter mit 6 Zählern und 6 Teams mit je 3 Punkten. Die rote Laterne
hat Trasburg inne. 3 Niederlagen in 3 Spielen. Wie schaut es in der Torschützenliste aus? Da liegt weiter Matusz Paugner an der Spitze. Leomdos Miroslav Milosevic konnte mit einem Treffer jetzt auch mit 3 Toren gleichziehen. Das Team der Runde und auch das Tor der Runde muss sich noch ein bisschen gedulden, aber Donnerstag ist es dann auch endlich soweit. Da werden wir dann das Geheimnis lüften, wer im Team der Runde steht und wer für das Tor der Runde nominiert wird. Schauen wir uns kurz noch einmal die Spiele vom kommenden Wochenende an. Am Freitag gleich der nächste Schlager, auch unser Live-Spiel auf Krone TV. Machfeld Mansdorf bekommt es dort mit Mauerwerk zu tun. Ebenfalls am Freitag noch das Spiel 1. Wiener Neustädter SC gegen den ASV Trasburg. Und am Samstag um 18 Uhr gibt es dann 2 Spiele. Das Team Wiener Linien trifft auf Neusiedl am See und der Wiener Sportclub gastiert bei Wiener Viktoria. Am Sonntag dann zum Abschluss die Admira Juniors gegen Stripfing. Das Match zwischen Bruck an der Leitha und Dreiskirchen wurde auf Dienstag, den 15. September verschoben. So, das war's aber jetzt auch in der 3. Liga. Ich hoffe, Sie wurden gut unterhalten bei uns. Ich darf Sie am Donnerstag wieder bei uns auf Krone TV begrüßen. Um 21.15 Uhr ist da natürlich wieder Ankick zur Sendung der 3. Liga. Und vergessen Sie nicht auf fan.at Fußball aus jeder Ecke des Landes. Ich darf mich scharf verabschieden. Bis Donnerstag. Auf Wiedersehen.